mit dir besprechen. Willst du aber im Makar? Nein, was ganz anderes. Komm einfach her. Okay, bis gleich. Ja, damit begrüße ich euch recht herzlich zu dieser Ausgabe Let's Play Mafia 3. Und ganz ehrlich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir uns so schnell hier wiedersehen. Und eigentlich wollte ich jetzt auch nicht unbedingt wieder Mafia zeigen. Aber ich muss irgendwie sagen, dieses Download, es kam ein neues DLC raus. Und dann dachte ich mir, Junge, irgendwie, weiß nicht, Mafia 3 ist bestimmt nicht das beste Game, was jemals erfunden worden ist. Aber irgendwie packt es mich halt doch immer wieder. Und die DLCs, die machen es mir einfach echt unfassbar schwer. Dementsprechend muss ich natürlich jetzt hier das DLC spielen. So, und jetzt müssen wir mit dem Lincoln sprechen. Ne, Rennen ist es nicht. Wo ist denn der Lincoln? Trifft ihn mit Donovan. Da, mit Donovan muss ich mich nicht mit Lincoln. Natürlich. So, und ich wollte jetzt gerade ein Auto klauen, aber da fällt mir dabei auf, bei der Strecke, da hole ich mir lieber irgendwas Geiles her. Ne, der Nightcrawler ist mir jetzt zu uncool. Ich nehme den Draviata, weil der erstmal einfach ein richtig geiles Teil. Boah. Geh raus. Satzheiße Reifen, wie bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Weiß ich wirklich. Hat der. Wollte der gerade mitfahren? Gibt's jetzt den Tramper? Das wäre mir auch neu. Aber das Ding, das geht so bestialisch gut hier für das Spiel. Da werden diese 4000 Kilometer, nee, 4000 Kilometer werden etwas arg weit. Diese 4000, ja, bei Meter können sie ja fast gar nicht sein. Das, ja, Kilometer, also 4000 Einheiten werden damit ganz schnell zurückgelegt. Und das probiere ich aus. Was ein guter Sprung! Also, ich will ja nichts sagen, aber das war wohl einmal ein Killersprung. Aber da, kennt ihr das, wenn ihr so, wie so ein kleines Kind im Laden, dann will man das so, sieht so und denkt sich so, ja, ja, ja. Genauso ging es mir gerade. Ich habe es wahrgenommen und dachte so, yo, holy fuck. Das ist aber sowas von ein Jump. Das Ding ist so fucking schnell. Fast schon zu schnell. Aber schön gewendet. Weiter geht's. Obacht. Ja, ja, jeder hupt mich hier voll. So, da geht's rein. Ja, die Hälfte der Strecke ist schon gut zurückgelegt. Ah, die Sonne strahlt hier rein. Sehr schön. Wow. Die Bremsen sind super vor dem Ding einfach. Kann man sagen, was man will. Und wie gesagt, der neue DLC, ich habe mir echt durchgelesen und dachte mir, brauche ich den? Aber der hat sich auch wieder so gut gelesen, da dachte mir so, ja, natürlich brauchst du den. Weil da wird es jetzt wohl so richtig so mit mal schwerer Bewaffnung und so, also richtig rabiate Action. Jo. Und das ist natürlich voll meins. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass ich jetzt nicht so unbedingt der beste Stealther bin, der auf Gottes Erden wandelt. Aber wenn es um rabiate Action geht, das kann ich. So, und zack, hier auch noch mal ums Eck gefahren. Und schon sind wir auch da. Das ging ja einfach. So, so parkt man. Aha, habe ich gerade nochmal umgeparkt. Hat mir nicht schön gestanden. Hast du Hunger? Ich habe nämlich gerade gegessen. Ah, ich komme auch klar. Ich könnte nachher ein Eis vertragen. Ja, okay. Worum geht's hier eigentlich? Wir treffen einen Freund in einem kubanischen Restaurant im French Ward. Der Laden nennt sich Villa del Mar. Alles weitere unterwegs. Dann los. Ja.
Sehr schön, wir nehmen hier mein Auto. Ich darf schon seine Krücke. Also der Freund, den wir treffen. Kenn ich den? Nein, ein Freund und Ex-Kollegen, Robert Marshall. Er hat was über so ein Arschloch rausgefunden, mit dem wir vor deiner Zeit gearbeitet hatten. Connor Aldridge. Ah, ich erinnere mich an den Namen. Ihr zwei habt euch irgendwie verkracht. Verkracht würde bedeuten, dass wir uns vorher mochten. Wenn du mich seinetwegen durch die halbe Stadt schleifst, muss da ja was im Busch sein. Alles, was du wissen musst, ist, dass Aldridge ein verräterischer Schwanzlutscher ist, durch den gute Leute getötet wurden. Oh, oh. Und wenn er New Bordeaux ist, geht's ihm nicht nur um Schnaps und billige Blowjobs. Ist immer so. Oh, jetzt fahrt er aber. Ist eigentlich was aus dir und dieser Kleinen geworden, von der du ständig erzählt hast? Die mit dem Arsch. Die mit dem Arsch. Naja, die haben alle Ärsche. Aber ich schätze, du meinst Regine. Regine, richtig. So hieß sie. Also, wie sieht's aus? Nichts. Also klar. Naja, wir beenden das Arschgespräch. Ich war leider zu schnell. Kann ja keiner anders ich sein. Wahnsinns. Guter, toller und einfach fabulöser Fahrer bin. Aber er schaut so gut aus mit seinem Hemd. Verdammt. Wo bleibt Marshall? Hey. Sorry, Ladies. Bin zu spät. Robert Marshall. Johnny und ich waren zusammen bei der CIA. Ein Moment. Ich hatte dir den Rücksitz angeboten, aber du wolltest ja nicht. Undankbarer Sack. Tut mir leid. Marshall ist einer von New Bordeaux's besten Kopfgeldjägern. Ist das so? Sie selber. Funktioniert immer. Obwohl die Sauerei, wenn sie sich dabei einscheißen. Ich werde es mir merken. Was weißt du jetzt über Aldridge? Ich habe Leuten hören, er schnüffelt rum bei unserem liebsten kubanischen Barkeeper. Horatio Balmana. Balmana? Ganz sicher? Fürchte schon. Wenn Aldridge so ein dicker Fisch ist, wieso wird er dann unvorsichtig wegen eines Barkeepers? Das ist hier die Frage, mein düsterer Compadre. Los geht's. Also, dann suchen wir mal Balmana. Sieht aus, als wolle jemand irgendwen da drin festhalten. Lass uns reingehen. Oh. Oh, fuck. Gott verdammt. Ich esse nie wieder Kochbananen. Hallo? Ist hier jemand? Das schaut hier mal richtig gut aus. Also das schaut so, als ob ich eigentlich schon da gewesen Welche wäre. Welche kranke Sau schießt eine Geburtstagsfeier zu... Oh. Aldridge sieht die Welt nicht so wie wir. Für ihn gibt's keine Ordnung und es gibt keine Regel, die er nicht brechen würde. Darum musste ich von ihm weg. Und von diesem Leben. Bist du dir sicher wegen Marshall? Der Typ wirkt irgendwie schräg. Alter, ist, hat der hier mal ein Blutbad angerichtet, nein, okay. Du. Doch nicht. Ja, okay. Er ist vielleicht ein bisschen komisch. Ist ja wirklich so mein Humor. So, was geht da? Da drüben. Verdammt. Darf ich vorstellen, Horatio Balmana. Scheiße. Dein Ernst? Was? Ist ne Nutman. Balmana war Pilot bei den kubanischen revolutionären Streitkräften. Im November 62 wurden er und seine Freunde aus dem Golf gefischt und hergebracht. Und das rief dich dann auf den Plan, nehme ich an. Ich war schon ein Name, aber ich hörte davon. Balmana sagte alles, was er wusste über Castro. Die Zeitungen schrieben, die Crew sei getötet worden. Und der arme Teufel endete hier, als Barkeeper. Sieh dir die Hände mal an. Aldridge weiß, was er macht. Er wollte, dass Balmana auspackt. Alles okay? Ja, na klar. Ich mach das. Versuch mal, den hier am Leben zu lassen, Lincoln. Das mach ich. Fahr halt!
Nutzer darf dir nicht entkommen. Wird er nicht. Sag Sachen. Alter, was ist denn das für ein Auto? Da geht ja mal ein Scheiß. Ich hab keine Waffe! Komm schon, Mann, komm hier raus! Allmächtiger! So. Nein! Ich will doch keine Waffe abfeuern. Okay, schaut genauso aus, da wo wir ihn festgesetzt haben. Nicht umbringen, bitte, ich bitte dich. Warum flüchtest du, Mann? Guck mal in den Spiegel. Guter Punkt. Na los, da will jemand mit dir reden. Verdammt guter Bourbon. Ist das eine Nutman, Compadre? Verdammt richtig. Du machst dich langsam. Wer seid ihr? Wo ist denn die ganze Einrichtung? Wie ist dein Fernando. Ola gente mi ama. Die Leute nennen mich Chucky. Du lässt dich von Leuten Chucky nennen? Wieso? Ach, vergiss es. Der Tote da oben heißt übrigens Balmana. Ja und? Und wir suchen den, der den Laden hier in Stücke zerlegt hat, Mann. Was hat das mit mir zu tun? Nicht der Schlauste, oder Chucky? Oh, Scheiße! Du bist der einzige Zeuge eines verdammten Massakers. Das hat was mit dir zu tun. Also, was hast du gehört? Okay, okay. Verdammt. Ein Mann kam hier rein. Er fragte nach einem Haus. Ein Haus? Was für ein Haus? Ich weiß nicht. Balmana wollte erst nichts sagen und dann hat er geschrien. Dann fiel ein Name. Pedro. Pedro Pan. Sag ihn nochmal. Zum Mithören. Pedro. Pedro Pan. Scheiße. Und das war's? Er sagte zu einem anderen Mann, dass sie so schnell wie möglich zum Flugzeug müssen. Das ist alles bei meiner Mutter. Das Outfit ist so Kannst geil. Kannst du damit was anfangen? Pedro Pan ist ein Codename für ein CIA-Unterschlupf hier in der Stadt. Sag mal, kannst du diesen Jammerlappen hier bei dir parken? Na klar. Ich zeig dir dein neues Turmzimmer, Prinzessin. Und für den Fall, dass ihr einen Scharfschützen braucht, funkt mich an. Adios, Chucky. Na los, hier lang. Und das ist jetzt geil, das ist eine Scharfschützenhilfe. Ja, und weg, wähle Scharfschützenhilfe im Waffenmenü. Ziel auswählen, G halten. Das ist mal lässig. So, wo geht's weiter? Wir kommen zur Show. Oh, wieder kein Auto. Auto! Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Nein. Ich bring ihn dir sofort rüber. Wo kommt er? Da ist er. Endlich mal wieder mit meinem guten alten. Oh, der schaut einfach am geilsten von allen aus. Steig aus jetzt. Ich weiß, dass du schätzt. Ist einfach optisch ein. Boah. Okay. Skillmäßig jetzt nicht so, aber optisch ein unfassbar schönes Gebiet hier. Also da haben sie echt viel, viel, viel Liebe reingesteckt beim Design. Wenn einer mein Auto wegnimmt, ich schwöre, ich werde richtig sauer. Keine Ahnung, was Aldridge vorhat. Der Pedro Pan-Unterschlupf befindet sich in einer alten Brennerei in der Südwestecke des Bayous. Okay, gehen wir. Okay, ich muss mich beeilen, dass wir dahin kommen, scheinbar. Gott sei Dank bin ich hier im Restaurant, würde ich sagen, mit dem richtigen Auto unterwegs. Ja, ja, ja. Nach der Szene im Restaurant würde ich sagen, Aldridge umgibt sich mit Leuten, die wissen, was sie tun.
Wundert mich nicht. Der Arsch stand schon immer auf Freischaffende. Oh, ich konnte Söldnern noch nie was abgewinnen. Als uns dieses Nung-MSF-Bataillon letztes Jahr den Arsch gerettet hat, hast du dich aber nicht beschwert. Ja, das waren ein paar unangenehme Kollegen. Gut, dass die auf unserer Seite waren. Söldner sind nicht gerade fürs Kuscheln bekannt. Würden dann nicht lange überleben. Ja, ich glaube, so einen von der französischen Legion oder so, da glaube ich, die will man jetzt nicht unbedingt als Feind gegen sich haben. Zum Beispiel, ich glaube, so Söldner, ja, nee, lieber kein Kopfgeld auf einen drauf haben. Ist dann, glaube ich, bequemer. Scheiße, ich hab meine Kippen im Restaurant vergessen. Ja, genau. Du hast ja richtig den Stock im Arsch. Such dir mal ein Mädel, dann wirst du wieder locker. Kann schon sein. Aber das Einzige, was meinen Arsch wirklich erspannt, ist deine Kugel im Kopf dieses Dreckschweins. Gut, dann raus damit. Wieso bist du so versessen auf den Vogel? Und komm mir nicht mit dieser Verrätersau-Scheiße. Da mag was dran sein, aber hier geht's um was anderes. Du und ich, wir haben zusammen eine Menge Scheiße durchgemacht. Scheiße, von der sonst niemand weiß. Was wir tun mussten für unser... Scheiße. Für Gott und Vaterland? Erspar mir die Nummer. Erzähl das dem Fußvolk. Wir teilen viele Geheimnisse miteinander, Lincoln. Aber wir haben auch jeder eine Menge eigene, über die wir einander nie Fragen stellen. Das behalte ich für mich. Fürs Erste jedenfalls. Fuck. So ein gutes Geheimnis gleich. Scheiß drauf. Aber das Ding ist noch nicht gegessen. Okay. Aber hier, ich bin ja, schaut's mal wieder, wie schnell ich schon da bin. Die Zeit unten ist ja noch dicke. Also, gar kein Thema. So, bevor das Ding zu quer kommt. Auch wenn es hier schifft wie aus Kübeln, ich ziehe das hier einfach eiskalt durch. Das regnet ja unfassbar. Wir sind da. Wow. Vorsicht. Okay, das, ich dachte, das ginge. Wohl doch nicht. Scheiße! Er ist normalerweise bewacht, aber unter den gegebenen Umständen sollte das klappen. Was sagt denn der Grundriss? Das Hauptbüro ist mit einem Computer ausgestattet. Was auch immer Aldridge hier sucht, es wird sich wahrscheinlich dort befinden. Gott verdammt! Ja, sieht so aus, als ob hier schon so ein paar Leute wären. Na, wenigstens liegt Munition am Boden. Siehst du, was ich mit deinem Freund hier gemacht habe? Ja. Und willst du auch so ein widerspenstiger Idiot sein, dessen Hirn sich auf dem Boden verteilt? Nein. Gut. Gehen wir. Verdammt, sie werden jeden einzelnen Agenten töten, wenn wir... Hm? Ich will jetzt irgendwie gerne mal diesen Sniper probieren, aber wenn ich da jetzt auf G drücke, klappt das nicht. Deswegen. Schade. Ich würde sagen, ich probier's schon. Aber das mag nicht so, wie ich mir das vorstelle. Fahrzeuglieferung, Consigliere, Telefon, Überfallkommando ist nicht verfügbar. Nee, schade drum. Und unten da ist es auch nicht, oder? Warte mal, doch, da unten ist doch einer. Rede mit mir, du wertloses Stück Scheiße. Ja, scheint doch zu passen. Feuer frei! Vorsicht! Okay, ich bin raus. Vielleicht im nächsten Leben, Arschloch! So, schaut so aus, als ob das noch alles gut gegangen wäre hier. Mal schauen, wo der andere da ist. Bam! Ja! Das ist wirklich gründlich. Jetzt bist du am Arm! Eine Kugel für dich!
Okay. Scheinbar hat das nicht... Also irgendwie sind wir doch wohl aufgefallen. Aber... kein Problem. Das wäre natürlich auch... Geht nicht. Ja, dachte ich mir schon. Alles klar. So. Wir befreien erstmal hier seine Mates. Können Sie sich bewegen? Dann raus hier. Verstanden. Verpiss dich. Oh, Granate. Können Sie sich bewegen? Dann raus hier. Bin ich mal netter. Oh. Ist irgendwas hinterlegt? Oh, oh, oh. Moment. Ist das deine Beste? Nein. Aber, ah ne, dich will ich nicht. Du hast keinen. Du hast leider kein... War das eine Poststelle da hinten? Was? Postüberwachungsstelle. Wir lesen sämtliche Post, die ins Land kommt oder es verlässt. Wie sonst sollten wir all diese Kommi-Sympathisanten im Auge behalten? Ja, was auch sonst. So, eher schön. Bin ich wieder ein bisschen voller. Das ist nämlich echt, ich war nämlich schon recht low. Okay. Ganz leise. Das wird verflucht nochmal lächerlich. Ja. Das wäre unfassbar lächerlich, mein Freund. Elendes, verdammtes Großmaus. Mann, du machst Schieße. Jetzt. Okay, ich bin raus. Das, der Sniper ist mal super geil. Also der Sniper gefällt mir von der... eine Idee richtig gut, aber die machen richtig dick Damage. Aha, hab da irgendwie drauf gedrückt. Was hast du gemacht? Was? Ich? Gar nichts, Mann. Nö. Schusssichere Weste. Auf Wiedersehen. Was zum Teufel soll das heißen? Wir sollten uns besser beeilen. Komm weiter. Ich hab doch da gar nur ein bisschen gedrückt. So, sehr schön diese Infiltration hier. Läuft genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber die machen unfassbar gut Damage, muss man ihnen lassen. Wenigstens haben sie alle ein bisschen Knarren dabei und auch Kohle. Lohnt sich so ein bisschen wenigstens. Aber ihr seht, ich brauche hier also die Dings schon, weil der Damage von denen ist wirklich beachtlich. Was ist denn das? Granatwerfer. Aber ich kann wohl den Granatwerfer nicht gegen die Ding tauschen. Aber Jungs und Mädels, ein Granatwerfer, ich glaube, da wissen wir doch gleich, dass ich den brauche, oder? Hier gibt's Ärger. Ich habe ihn im Visier. Aber hier schon wieder direkt ein krasser Hit. Ich
Ich weiß natürlich jetzt echt nicht, ob der Granatwerfer genau die richtige Wahl ist. Aber wir probieren es einfach mal. Du nimmst sie an. Ich rutsch durch und halte sie dann für dich auf. Alles klar? Hast du sie? Aber beeil dich! Kannst du mir erklären, wofür die CIA in New Bordeaux so eine Einrichtung braucht? Datenauswertung, Signalentschlüsselung, alles für den Südosten und die Karibik. Also Freund und Feind ausspionieren. Glaub mir, die Freunde sind die schlimmsten. Oh, da drüben ist erst nochmal so ein Erste-Hilfe-Set. Deswegen ich bin mit, bevor ich irgendwas anderes mache. Schau, Johnny. Du hast noch eine letzte Chance. Jetzt oder nie. Erzähl dem Schwanzlutscher rein gar nichts. Du musst durchhalten. Was ist denn das jetzt für ein Bug? Was? Zeig mir den Safe, bevor ich deinen Schädel wegpuste. Okay, okay. Schon gut. Moment. Nur nicht schießen. Du blöder Schwachkopf. Wer wird dich so oder so umbringen? Braves Hündchen. Was macht die Hand? Und dein Gesicht? Sieh mal an, dein neuer Betthase. Der Hase tritt dir gleich so in deine Eier, Junge, die bleiben blau bis Ostern. Oh, ich mag geiler Spruch. Nimm, was du willst und geh. Jackpot. Verdammt! Was jetzt? Ich sag dir was jetzt. Komm her. Sag tschüss, Johnny. Du verdammter Bastard. Ich werde dich verdammt nochmal umbringen, Aldrich. Möglich. Mal sehen. So, jetzt schauen wir, was der. Ihr alle! Den einzelnen von euch persönlich unter die Erde bringen! Den einzelnen von euch persönlich unter die Erde bringen! Ich hab keine Angst vor dir! Ah, macht schon ganz schön Rabatz, das Ding. Wir müssen da rein und rausfinden, was Aldrich gesucht hat. Hier muss es irgendwo einen Kartenschlüssel geben. Durchsuch die Tische, hier leicht alles. Wahrscheinlich doch irgendwo oben, oder? Gott verdammt! Scheiße! Verdammt, schon auf. So, ich nehme jetzt erstmal wieder eine andere Waffe, weil ich glaube, damit kann ich gleich mehr anfangen. Also es muss ja hier in dem Bereich sein. Da ist ja alles, da ist ja der gelbe Bereich. Durchsuch die Leichen. Da. Einfach alles. Wir brauchen diesen Kartenschlüssel. Da ist er doch. Sauber. Hab die Karte. Okay. Alter. Soll ich denn den jetzt wegmachen? Na Gott sei Dank den da, den weggemacht. Gut, dann komm hier und mach die Tür auf. Wie er mir mal vier Befehle macht. Was fehlt? Überwachungsfotos, Satellitenbilder.
Und Akten von allen, die in den letzten 10 Jahren von Kuba hierher gekommen sind. Verdammt! Was will das Arschloch damit? Du weißt doch irgendwas. Ich hatte so einen Verdacht, seit Chucky erzählte, dass Aldrich über ein Flugzeug gesprochen hat. Balmana und seine Crew kamen mit einer Maschine aus Havanna. Aber sie wollten nicht überlaufen. Sie wollten was zurückbringen, was ihnen nicht gehörte. Die CIA gab dem Vorfall den Namen der Wotschka. Was auf Russisch kleines Mädchen bedeutet oder Kommi-Prinzessin oder irgend so ein Quatsch. Jedenfalls, geladen hatten sie einen Teil von einer russischen R-12-Mittelstreckenrakete. Über welchen Teil reden wir dabei? Den thermonuklearen Sprengkopf. Natürlich. Jetzt wird die Geschichte ja plötzlich interessant. Ein Sturm brachte das Flugzeug zum Absturz. Die Männer hatten Fallschirme. Als nach einem Jahr Suche die CIA beschloss, Wotschka sei auf See verschollen, war der Fall erledigt. Vielleicht war es ja gar nicht auf See. Vielleicht, ja. Wo ist es dann? Wenn Aldrich es in die Finger bekommt, nicht auszudenken. Okay. Wenn Aldrich die Daten und Überwachungsbilder gestohlen hat, um an das Teil zu kommen, finden wir es über einen anderen Weg. Was ist mit Balmanas Crew? Wir spüren ein weiteres Arschloch aus diesem Flieger auf. Dann erfahren wir vielleicht die Koordinaten. Der Zentralcomputer ist mit dem Netzwerk verbunden, das uns Zugriff auf Balmanas Daten gewähren sollte. Okay. Treffer! Es war eine vierköpfige Crew an Bord. Aha. Zwei davon haben es zurückgeschafft nach Havanna. Aber Balmana und ein Mann namens Ruben Paez kamen hierher. Wo hält sich Paez auf? Wie es scheint, hat die CIA ihm Job besorgt als Hausmeister in einem Kaufhaus. In Frisco Fields. Das ja. Sicher wird Aldrich keine Zeugen geben lassen. Der arme Bastard ist schon tot und weiß es nur noch nicht. Na dann, finden wir Paez, bevor Aldrich es tut. Dieser Mann, Connor Aldrich. Seit wann kennen Sie ihn? Juni 1954. Wir waren in Guatemala wegen PB Success und gingen dann getrennte Wege. Wir trafen uns wieder in Vietnam. Tja, laut diesen Berichten hat er sich in die nordvietnamesische Volksarmee eingeschleust. Und dann für die NVA Kontakte rekrutiert. Als Doppelagenten. So kann man das auch sagen. Und was würden Sie sagen? Sie sollten nicht alles glauben, was Sie lesen. Denn auch wenn man den Bullshit auf schickes Briefpapier schreibt, es bleibt Bullshit. Mr. Donovan, hatten Sie oder hatten Sie keinen Kontakt mit Connor Aldrich im Sommer 1968 in New Bordeaux? Dieser Schwanzlutscher starb in einer Gasse in Saigon. Mehr werde ich nicht sagen. Naja, wohl nicht ganz richtig. Wir treffen uns im French Ward und dann spüren wir Paez auf. Ja, damit haben wir schon mal einen kleinen Einstimmungsteil in dieses DLC bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich glaube, da kommt noch richtig was mit richtig dicken Women. Da freue ich mich schon drauf. Und daher sage ich vielen Dank fürs heutige Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.